Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Battleground Commentary aus der Alpha. Wir sind hier Schlacht um Lilneas. Vielleicht zum letzten Mal hat sich so nichts geändert. Ich kann nochmal buffen. Und gehen, einen Moment. So, bin ich wieder. Heiliger Strohsack, 4 Retris, 4 Stück, das hab ich noch nie gesehen. Also 2 schon mal auf Hordenseite, 3 auf Alliseite, aber 4 Stück. Heilige Scheiße. Okay, gut, das hat sich geändert hier, nix. Nee, ach, das hatte ich ja drin, das habe ich, ja. Mal letztes Mal vergessen zu testen, ob es stackt. Muss ich mal probieren, wenn ich dran denke. Hier hat sich auch nichts geändert, bleibt alles beim Gleichen. Ich hoffe mal, die haben einen Heiler. Ja, wir haben einen Heiler. Ich hoffe aber trotzdem, dass die Palas mit Wort der Helligkeit spielen, weil es einfach zum Gruppensupporten so unglaublich ist. Also, auch wenn es nur 2 Aufladungen sind. Während der Wings so 600, 700k Crits kommen da schon mal raus. Entschuldigung. Ach, musste gerade aufstoßen. Ganz, ganz, ganz schlimm heute. Schauen wir mal. 2 Demon der Krieger. Oh, ein Mage. Frostmage. Firemage. Oh. Was haben wir denn als Gegner? 4 Demon Hunter. Oh, das wird lustig. 4 Reds, 4 Demon Hunter können beide ordentlich austeilen. Demon Hunter können aber auf Dauer gesehen viel, viel besser heilen. Boah, schön 4 Melis. Oh, geil, da kann man jetzt richtig geil sagen. Hoffentlich gehen sie nicht auf mich. Da kann ich nämlich schön durchziehen. Ich werde versuchen, so weit machbar das irgendwie alles anzusagen, was, warum ich mache. Aber es ist, ja, wird ein bisschen schwierig. Ich versuche es aber. Da ich ja da nicht die Routine habe wie andere, ist das für mich ein bisschen schwierig. Und sobald ich irgendwie mich groß konzentrieren muss, kriege ich es einfach nicht mehr hin, das anzusagen. Ist aber vielleicht einfach nur Übungssache. Je öfter ich das dann mache, wird das auch versuchen, in zukünftigen Battleground Commentaries auch zu machen. Vielleicht klappt es ja dann besser. Bestimmt. So, da kommen sie schon mal. 4 Reds. Oh, jetzt habe ich vergessen zu springen. Das wird lustig. Den hole ich mir lieber nicht. Er kommt her. Divine Storm. Divine Storm. Raus da, nochmal ein Stun. Nein, Divine Storm. Ja. Shield of Vengeance. Oh, scheiße, geht's hier ab. Und jetzt wird's weh. Jetzt tut's hier weh. Oh, die haben Worte Helligkeit, dass ich hier sehe, das ist gut. So, spammen wir auch mal hier, ja, ohne Wings. 400. Ach genau, stackt das jetzt? Nein, stackt nicht, also gut zu wissen. Separat benutzen. Oh, Hexer. Hand der Hinderung drauf. Jetzt muss man Hammer schmeißen können. Jetzt hätte man Hammer schmeißen müssen. Na, ah, ich bin doch gar nicht mehr im Kampf. So, wer hat jetzt am besten gedrückt? Ich konnte am besten drücken von uns. Aber die anderen haben gar nichts gemacht. Ach du Scheiße. Wieder alles verloren. Also in der Kombination, wenn man da so, ich sag mal, wenn man 4 Ziele hat. Das ist so unglaublicher Schaden, der da kommt. Unglaublich viel. Links ist er noch nicht bereit. Was ist hier? Hunter mag keiner. Was? Boah, die ist aus abgehauen. Jetzt habe ich das Schaben gekriegt. Oh, Trickser. Du kommst her. Du kriegst den Stun ab. Ich gebe mir mal lieber Speed. Nochmal einen Stun. Ah, jetzt hat er das hier. Nehmen wir den Demon Hunter hier. Und dann da wieder an den Hunter. Du bleibst hier, Freund. Freedom plus Speed ist toll. Ich hab den doch erwischt. Shield of Vengeance. Dann können wir den Damage Track schmeißen. Komm, den müssen wir kriegen. Ach, scheiße, habe ich nicht gekriegt. Mist. Also, es deckt nicht. Das ist aber schon mal schön zu wissen. Wenigstens dann, mein Freund. Und jetzt noch ein Judgment und dann fleckt er schon fast. Bäm! 352k. Da geht er down. Die Sau.
So, irgendwie schade, dass ich die so viel mehr live habe. Aber was haben wir hier? Tauchen, nee. Da 2,29. Was habe ich? 2,63. Das sind schon ein paar hunderttausend live mehr, ne? 350k. Schade, ich hätte eigentlich, das wäre so 400k. Aber gut. Was soll es? Der da. Der da. Auf Wings und wieder Wake of Ashes und. Oh, 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 das. Bleibst du mal hier. Kriegst einen Stun. Lord of Glory, AA Stun, der kriegt mal einen Heal. Der wird jetzt elendig strecken. Ich mache hier absichtlich göttlichen Sturm. Ist vom Schaden auf ein Ziel her schlechter, aber A treffe ich mehrere Ziele und B, naja, Schaden halt, Heal halt, ne? Will er mich gerade verarschen? Ich bin hier komplett geslowt, das gibt's doch nicht. Ey, sei mir nicht böse, wie geht denn sowas? Wake of Ashes. Drecksau. Außerdem hat, es ist halt auch ganz praktisch, wenn man halt jemanden hinterherlaufen muss und er ist nicht in Melee-Reichweite. Da hat Göttlicher Sturm ja eine Reichweite von 20 Meter, beziehungsweise einmal 8 Meter. Und dann fliegen so zwei kleine Stürme nochmal 20 Meter weit. Die können ihn treffen. Ich weiß eh nicht, was das eh so komisch definiert. Die können treffen, dann machen die ein bisschen Schaden. Und man heilt sich halt so. Auch wenn es nur minimal ist, man heilt sich auch Leute. Ach. Gibt's doch nicht. Kriegst einen Stun. Ist er down. Wo ist der Typ hier? Da ist er. Ich tappe mal, sonst macht's ja keiner. Ah, da ist dann. Down. Und, ja, kann man nicht schmecken. Buff holen. Jetzt ist dann TV. Kreuzwarnstoß und so weiter. Heilen. Das ist schon anders, ne? WW Inc. Gucken wir mal. Wir liegen so zurück. Also die meisten MGs, die ich heute und auch in der Vergangenheit immer gemacht habe, die hat man eigentlich gewonnen. Und jetzt haben sie es doch getappt. Okay, ist down. Oh, ja. Hallo. Das ist der nächste down. Shield of Vengeance an, vielleicht tötet sich ja einer. Der da. Ach, der ist noch am Leben. Jetzt töten sie. Kann ich verstehen, ich würde es auch holen. Ich mal heilen. Oh, scheiße, jetzt halt er sich. Ein Stun. So ein bisschen heilen. Und töten. Na, geht doch. Also diese 20% mit Lauftempo. Oh, was haben wir hier? Oh, cool. Diese 20% Lauftempo durch das Siegel des Lichts ist meines Erachtens viel, viel besser als das... als Divine Steed, weil das Ding hat einfach keinen Cooldown. Ich kann mit einer einzigen Heiligen Macht das haben. Und damit ist eigentlich, also von meinem Empfinden her, was ich hier so habe, auch in Skirmish, ist das irgendwie dann doch angenehmer, weil wenn man ein Ziel hat, was gleich schnell ist, man hat Divine Steed auf Cooldown, kommt man einfach nicht dran. Dann läuft der, dann ist der immer auf Distanz. Man kann selber, je nachdem was es ist, wenn es zum Beispiel ein Dotlock ist oder wenn es eine Eule ist, ja, man kriegt die ganze Zeit ins Gesicht, ne? Gut, beim Krieger jetzt nicht unbedingt. Erstmal Freedom. So, Wings und Wake of
Mails schön rein. Da ist dann. Oh, World of Glory einmal. Nochmal. Doch alle voll werden. Oh, der Hunter da hinten kann schön reinballern. Oh, wait, Griff. Ding an, wie heißt sie? Shield of Vengeance, stirbt wer? Ah, ist schon verloren. Oh, scheiße, das habe ich auch gepasst. Ah, Melibop hätte ich gehabt. Der hätte ich vielleicht noch überlebt. Oh, so, komm ich mehr. 20 Millionen Heal, ne? Das merkst du dann schon. Der Heal kommt größt. Also, gut, wenn ich natürlich stehe und mich heile. Wenn ich da die Heals durchkriege, sind das halt so 1,2 bis 2 Millionen, je nachdem, ob Crits dabei sind, mit Wings und so weiter. Und ansonsten ist das halt Wort der Helligkeit und halt Divine Storm, ne? Das heilt dann schon die ganze Zeit. Dann der Passive Heal durch, ich glaube, der Shield zählt ja auch dazu, also das ist halt alles passiv. Das darf man nicht vergessen, das tickt ja die ganze Zeit. Wobei das ist ja, also während dem Fight. Ja, Hunter ist gut, ich mag dich nicht. Boah, er gibt mir jetzt schon einen Sack. Wave of Ashes rein. Kann man irgendwas reißen? Naja, wahrscheinlich sterben wir jetzt selber gleich. Ja, sterben jetzt gleich. Ja. Wort der Herrlichkeit. Nee, nicht. Göttliche Sturm spammen. Aber das hilft halt nur ein bisschen, ne? Aber es hilft halt, ne? Hier, was hat Heil der Sturm? 39.000. Da. 39.000, 39.000. Ja, es ist halt ein bisschen. Aber immerhin das, ich meine, man darf nicht vergessen, ich habe ein Heal von. Was habe ich? 60.000 oder so. Ne, 2% meines Lives. Das sind so knapp 60.000 Heal habe ich. Ich habe 84.000 Absorb. Das sind so Kleinigkeiten, die sich dann aber hochrechnen. Das darf man nie vergessen. Es muss ja erstmal jemand 85k Damage machen, dass das Schild weg ist. Und dann habe ich ja alle 15 Sekunden den Heal. Ja, mein Affli dran. Jetzt dann mal einfach mal. Oh, da schmeiße ich jetzt nicht die Booster für an. Heilen wir mal. Den auch. Du bleibst hier. Du musst gar nicht ins Wasser gehen. Ich hab ja eh gesagt, du bleibst hier. Komm. Erspringer, hol mich raus. Shield of Vengeance mal an. Das ist Inline. Ich hab ihn zwar Inline, aber jetzt Shield of Vengeance an. Gott der Herrlichkeit. Und ist im Wasser. Freedom an, damit es mehr Tempo gibt. Kriegst einen Stun. Kriegst dann noch einen Stun. Mal Wort der Helligkeit? Nein, haben wir nicht, aber wir haben die Weinstorm. Bam. Bam, da geht er down. Bubble Mama. Ach, ich hab. Oh, jetzt. Geil, ich drück eigentlich, aber nichts passiert. Naja, gut, okay, dann frecken wir halt mal sinnlos. Ah, hier, die Kills, da geht gar nicht so extrem viel. Also beim Red sowieso nicht. Das Einzige, was mittlerweile tötet, ist das Richturteil, wenn man das hier geskillt hat. Und das hier drin, weil dadurch gibt es nochmal extra Schaden. Also, man trifft den Gegner zweimal: einmal mit dem Schaden vom Judgment. Und dann mit dem Schaden, mit 5% seines Lebens. Alle, die den Debuff haben. Im Umkreis von, ich glaube, 40 Meter war es, oder? Ah, ne, alle, die den Effekt drauf haben. Da steht gar keine Reichweitenbegrenzung drin. Das heißt, wenn er am Arsch der Welle ist, kriegt er den Schaden trotzdem. So, es ist noch uns. Ja, muss auf jeden Fall gedefft werden. Wir kriegen sie noch. Das haben wir. Ey, wir dürfen echt nichts mehr verlieren. Da kommt einer, zwei, drei. Und noch mehr. Nehmen wir mal den Punkt zurück.
Tor nochmal. Schon mal langsam. B-Aufbau. Gehen sie weg. Ashes. Stun. Scheiß Hunter Bubble. Ey, fickt euch nochmal, ihr Schubakus. Ah ne, der da. Shiro Vengeance. BOG. Judge. Nein, ich wollte das Judgment noch raushauen. Oh, diese Falle. War das eine Falle? Ne, CC, das ist ja vom Hunter. So, blub. Und 960k durch die drei Heals. Oh, hier, die Kaden, Demon Hunter noch mehr. Also, die heilen sich halt auch abartig. Also, okay, da ist nichts mehr. Kann man hier bleiben. Oh, wie lange sind wir hier schon drin? 16 Minuten. Doch schon so lange. Ey, 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 nicht einfrieren, Freundchen. Und der Herrlichkeit. Mein Storm. Nochmal ein. Welches Haus ist hier mein Storm? Och. Stun. Kann ich jetzt nichts tun? Jetzt erst. Kann auch töten. Und. Traumhaut. Ah, ein Hunter. Töten. Mit. Haben wir mal die Leute. Was hab ich da Tolles? Speed holen. Das ist halt auch das praktisch, wenn man HP 1, 2 noch übrig hat, wie jetzt eben. Die verliere ich dann nicht, der benutzt. Da tue ich einfach den Buff nochmal neu setzen und weiter geht's. Scheiße, jetzt haben wir schon wieder. Ah, ich meine, wir haben aufgeholt, haben sie überholt gehabt. Wieder zurückholen. Ihr fucking Anti-Tap, genau. Wieder Wake of Ashes mit Queens und allem. Ah, oh, wir können auch ordentlich austeilen. Stun. Bam, da geht er down und wieder heilen. Das ist ja auch das, was irgendwie viele hier nicht machen. Echt schlimm eigentlich. Also, die CPG ist hier ernst zu nehmen, das ist echt. Also, kann man nicht wirklich ernst nehmen. 12 Kills, das hab ich schon nie gehabt. Wir müssen echt jetzt mal das halten. Nochmal halten. Damit wir gewinnen. Oh ja, dann kommt schon Level 21. Gibt's da was? 22 erst. Langsam und töten dich. Jetzt. Sag ich doch. Mit Ansage. Oh. Oh, wir hatten ja den umgehauen. Was ist denn das für ein Decay eigentlich? Ich sehe den. Ach, ich weiß ja gar nicht, was es ist. So. Was ist denn das für ein Debuff? Effeltime Frost, Fever, Dienst, Damage Increase. Ah, okay, gut. Kann man wahrscheinlich 100-mal stacken. Haha. Ein Fäkalduide, stirb! Verlangsamt. Uhr! Springt der Arsch da einfach rüber. Ja, komm, eingekerkert. Server Speed. Oh Gott. Dann Wings und hier wieder. Oh. Whoop. Da ging er down. Was hab ich denn jetzt mit dem Shield of
Conventions noch rauskommen, wahrscheinlich nichts. Boah, doch. 437.000 der Crit. Hab ich dann auch irgendwas ein bisschen Aua gemacht. Wer sind Tricks? War das der Hunter? Tatsächlich, der Hunter. Der hat immer so, der insgesamt 700k bekommen. Oh Leute. Ah, cool, da hinten. Wir müssen. Na, das schaffen wir nicht. Wir müssten hier noch das tappen. Ne, das packen wir nicht. Ja, natürlich. Okay, das ist verloren. Schade, schade, schade. 2, 1, verloren. Naja, also vom Spielen her, ne? Geht das grundsätzlich schon. Gegen Einzel geht der Schaden eigentlich. Jetzt habe ich die Tage gestern mit Raid-Test mitbekommen. Da soll der Red nicht so gut erschienen. Kann ich so nicht sagen. Im Moment ist es halt einfach so, dass die Kombination aus dem und dem hier eigentlich irgendwo broken ist. Zumal irgendwie auch Leute dreimal oder zweimal hier von ihm betroffen ist. Keine Ahnung. Ist irgendwie ein bisschen krass. Na gut. Entschuldigung. Man wird sehen. Ich sage mir vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, ab damit in den Kommentaren oder auf Twitter. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.